Soweit also Christian Dürr, der Fraktionschef der FDP, zu den Auswirkungen dieses Urteils aus Karlsruhe. Professor Jens Südekümm aus Düsseldorf von der Heine-Universität ist zugeschaltet. Weiterhin also die Implikationen für die Länder kann man noch nicht genau beschreiben. Die Finanzminister werden sich das Urteil aus Karlsruhe ganz genau anschauen. Aber es wird ja jetzt schon postuliert, dass damit sozusagen die Schuldenbremse, das klang ja gerade bei Christian Dürr auch schon an, sozusagen zu sich selbst findet. Die Schuldenbremse wird jetzt doch viel härter realisiert als in der Vergangenheit, Herr Südekümm. Warum war das in der Vergangenheit so klar nicht möglich? Die Corona-Pandemie war ja das erste Mal, dass die sogenannte Ausnahmesituation der Schuldenbremse gezogen wurde. Die wurde ja in die Verfassung aufgenommen im Jahr 2009. Aber in den ersten 10 Jahren ihrer Existenz, da war sie ja keine wirklich bindende Restriktion. Im Gegenteil, da hat Deutschland ja typischerweise sogar Haushaltsüberschüsse gemacht. Und wirklich ernst wurde es eben mit der Corona-Pandemie. Und so gesehen gab es noch keinerlei Präzedenzfälle, wie eben in einer solchen Notlagensituation vorzugehen ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem heutigen Urteil im Prinzip die schärfste Form im Prinzip zu Recht und Gesetz erklärt. Das bedeutet, dass eben der Umgang mit Sondervermögen, mit Haushaltsrücklagen, was relativ großzügig eben praktiziert wurde in den Jahren 20, 21 und 22, dass das eben fortan so nicht mehr gehen wird. Und das ist im Prinzip, diese Klarstellung wird eben bedeuten, dass die Haushaltspolitik auch für zukünftige Krisen viel, viel anspruchsvoller und schwieriger werden wird. Ja, davon kriegt jetzt die Ampelregierung an diesem Mittwoch so eine kleine Ahnung, wie schwierig das werden wird. Ich habe mir mal die Zahlen rausgeschrieben, Herr Professor Südekümm. Der Haushalt für das nächste Jahr, für 2024, umfasst vor der Bereinigungssitzung, die morgen ja stattfinden soll, 445,7 Milliarden. Also 445,7 Milliarden sind eingeplant für das nächste Jahr. Und jetzt geht es ja, was den Klimafonds angeht, für das nächste Jahr um 20 Milliarden. Die sind schon irgendwie zugesagt und verplant. 40 Milliarden sind da noch drin, wahrscheinlich Ende 2024 in diesem Topf Klimafonds. Aber 20 Milliarden sind schon verplant. Die müssen ja irgendwo herkommen jetzt. Wahrscheinlich müssen die irgendwo eingespart werden. Wäre es da nicht vernünftig, wie vorhin die Vertreter der Union gefordert haben, dass man diese sogenannte Haushaltsbereinigung noch ein wenig zeitlich nach hinten schiebt? Ich glaube, das ist nicht erforderlich, denn jetzt für den Haushalt 24 lässt sich das kurzfristig schon bewerkstelligen, aus meiner Sicht. Der Klimatransformationsfonds, der hat ja auch eigene Einnahmen, nämlich die aus den CO2-Preisen. Es gibt auch noch weitere Rücklagen, die jetzt nichts mit diesen 60 Milliarden zu tun haben. Und die Kombination, die scheint erstmal auszureichen, um kurzfristig einen Haushaltsabschluss eben auch bewerkstelligen zu können. Insofern spricht nichts dagegen, die morgige Sitzung abzuhalten. Aber natürlich werden die grundsätzlich großen Fragen, die werden jetzt zu klären sein. Natürlich diese 60 Milliarden, die waren gedanklich verplant in den Jahren 24, 25 und 26 für wichtige Projekte, die ja auch nach wie vor wichtig bleiben. Also etwa die EEG-Umlage, dann die Förderprogramme im Bereich Gebäude und Heizung, die Subventionen etwa im Bereich Halbleiter. Das sind ja alles wichtige Projekte. Und das Verfassungsgericht hat ja jetzt ja nicht geurteilt, dass diese Projekte nicht mehr wichtig sind. Man wird jetzt eine Grundsatzdiskussion führen müssen, wie man Klimapolitik zukünftig bezahlen will. Jetzt, wo dieser Weg, ich nenne ihn jetzt mal den einfachen Weg, über diese Haushaltsrücklage nicht mehr funktioniert. Wenn wir jetzt auf die Wirkung dieses Urteils von Karlsruhe schauen, Herr Professor Südekümm, ich muss gestehen, ich weiß noch nicht, wie die Börsen reagiert haben, aber was ich weiß ist, wie Wirtschaftsminister Habeck das Ganze präsentiert hat, 60 Milliarden, das sollte einen riesen Anschub geben für den Umbau ja auch der Industriegesellschaft in Deutschland. Die wirtschaftliche Lage ist ja schwierig. Was bedeutet jetzt dieses Signal aus Karlsruhe, dass dieser 60 Milliarden Fonds, ich sage jetzt mal, modifiziert werden muss? Es ist eine Überraschung und ich glaube, es wird auch an den Börsen eine gewisse Überraschung sein, weil auch niemand damit gerechnet hat, dass eben das Verfassungsgericht wirklich maximal streng hier urteilt. Und es wird eben bedeuten, dass Deutschland absehbar, wahrscheinlich schon 24, aber auf jeden Fall in den folgenden Jahren,
seinen ohnehin schon im Vergleich zu anderen Ländern recht restriktiven Kurs in der Haushaltspolitik jetzt im Prinzip noch weiter zurückfahren wird, also noch restriktiver vorgehen wird. Es gibt ja eigentlich rein rechnerisch nicht viele Möglichkeiten, wie man jetzt damit umgehen kann. Wenn man jetzt nicht sich von der Klimapolitik verabschieden will, was ich nicht hoffe, kann ja die Lösung nur heißen, entweder man muss jetzt über Steuererhöhungen debattieren oder vielleicht einmalige Steuererhöhungen in Richtung eines Klimasolis oder der Klimaabgabe. Oder man wird an anderer Stelle kürzen und einsparen müssen, vielleicht auch im sozialen Bereich. Und dadurch insgesamt eben die Ausrichtung der Fiskalpolitik in Deutschland noch weiter in Richtung restriktive Finanzpolitik ausrichten. Und das wird für die Konjunktur sicherlich keine gute Botschaft sein. Und von daher sind die Konjunkturaussichten für Deutschland mit dem heutigen Tag sicherlich auch nicht besser geworden. Sagt Professor Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Ich sage herzlichen Dank, Herr Südekum, für diese Analysen und danke für Ihre Zeit zum Urteil aus Karlsruhe.